Für diesen Gottesdienst heute Morgen, ihr lieben Geschwister, ihr lieben angeschlossenen Geschwister, haben wir ein Wort aus dem Matthäusevangelium, mit dem ich mich gestern beschäftigt habe. Es steht im Kapitel 18 und lautet im Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Soweit das Wort. Wie gehen wir mit dieser Situation um, ihr lieben Schwestern, ihr lieben Brüder? Es sind viele Fragen. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Die Meldungen werden immer dramatischer. Wir sind gut beraten, wenn wir uns alle an das halten, was die Behörden uns sagen, und dementsprechend unser Leben gestalten, so schwierig das auch sein mag. Aber ich möchte auch einmal einen Blick darauf legen, unseren Blick darauf wenden, ihr Lieben, dass das, und mir geht es dabei um die Dankbarkeit, dass wir den Pfad der Dankbarkeit nicht verlieren. Wir haben nicht umsonst dieses Lied gesungen, dass es in anderen Gegenden dieser Erde, in anderen Bereichen unserer Gebietskirche jeden Tag so ist. Man kennt das gar nicht anders. Jahr für Jahr. Ich will da nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ich möchte einmal dafür sensibilisieren. Wir haben Gebiete, da werden die Kirchen zerstört, niedergebrannt. Man hat gar keine Versammlungsstätte mehr. Wir haben Gebiete, da geht man in unsere Kirchen hinein und treibt die Gottesdienstbesucher heraus und droht ihnen mit dem Tode an, sich bloß nie mehr in diesem Haus zu versammeln. Und wenn man sich überhaupt noch begegnen will, dann geht das ganz zurückgezogen in irgendeinem Versteck. Und sie arbeiten schon lange damit und glauben schon lange daran, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da will ich mitten unter ihnen sein. Wir haben Menschen, Christen, Gotteskinder, neuapostolische Christen, die aufgrund ihres Berufes bei Hilfsorganisationen, beim Militär, bei Sonderbehörden arbeiten, die über Monate kaum Kontakt zur Außenwelt haben. Wenn es gut geht, haben sie vielleicht eine Bibel dabei und sehnen sich danach, einmal mit jemandem zu sprechen über das Evangelium. Das Einzige, wenn das möglich ist, auch nicht überall, ist ein sogenannter Seelsorgebrief, der dann einmal im Monat in diese Gebiete zu diesen unseren neuapostolischen Brüdern und Schwestern gesandt wird. Mit ein paar Gedanken, die man sich dann durchliest. Und dann empfinden unsere Schwestern und Brüder dort, dann ist der Schreiber der eine und der Leser der andere. Dann empfinden sie, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da ist der Herr unter uns. Es gibt Gebiete, wo Christen leben, das ist nicht dramatisch, es ist befriedet, aber es ist eine völlig andere Kultur. Es gibt überhaupt keine christliche Gemeinde, nichts. Man ist mit seinem Glauben ganz alleine. Die sich danach sehnen, mal ein Telefonat zu führen oder wie heute einmal angeschlossen zu sein. Und sie sind so dankbar dafür, dass sie empfinden dürfen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und jetzt müssen wir das wahrscheinlich in den nächsten Wochen, ich weiß nicht wie lange, auch mal praktizieren. Und wollen zunächst einmal dankbar dafür sein, dass wir ja, das ist ja die Wahrheit, wenn wir es mal richtig betrachten, im Vergleich zu dem, was ich gerade gesagt habe, im Schlaraffenland leben. Aus der Fülle heraus Gemeinschaft legen können. Alles da ist. Und jetzt geht es mal für eine gewisse Zeit nicht.
Da wollen wir nicht zaudern, da wollen wir uns nicht ärgern, da wollen wir nicht verzweifeln, da wollen wir nach vorne blicken und uns mal darauf besinnen, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Da will ich mitten unter ihnen sein. Und jetzt lasst uns mal ein bisschen in die Praxis gehen und uns besinnen, was das für uns bedeutet. Ich fange mal an mit einem meiner Lieblingsthemen, mit einem Dauerbrenner. Wie sieht es denn aus in unseren Familien, in unseren Partnerschaften mit der Gebetsgemeinschaft, mit dem gemeinsamen Gebet? Auf den Knien wage ich schon gar nicht mehr zu sagen oder zu fragen. Was tun wir denn dann, wenn wir gemeinsam beten mit unserer Frau, mit unseren Kindern und auch mal jemand anders betet als der Mann, der vielleicht Amtsträger ist? Wir erbitten es doch im Namen Jesu, so schließen wir. Wollen wir uns darauf mal wieder besinnen, dass das eine Möglichkeit ist zu erleben, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da will ich mitten unter ihnen sein. Vielleicht lehrt uns diese Situation, darauf mal wieder zurückzukommen. Und da, wo es verloren gegangen ist oder auf dem Rückzug ist, wieder zu beherzigen und zu erleben, er will mitten unter ihnen sein. Lasst uns weitergehen. Ihr lieben Schwestern, ihr lieben Brüder, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da will ich mitten unter ihnen sein. Der Herr Jesus hat dazu klare Aussagen gemacht, als er gewisse Einstellungen der Menschen beschrieb und charakterisierte, sprach unter anderem auch von seiner Wiederkunft. Er hat von zwei Gruppen gesprochen. Die einen, die Kranke besucht haben, die ins Gefängnis gegangen sind, die den Hungrigen gespeist haben, die den Nackten gekleidet haben. Und die andere Gruppe, die es nicht getan hat. Wir bleiben mal bei der Gruppe, die es getan hat. Die wollen wir ja sein. Die Menschen haben ihm zugehört. Und er hat dann gesagt, ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Da haben sie gesagt, ja wie? Können uns nicht daran erinnern. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, einem diesem meiner Geringsten getan hat, das habt ihr mir getan. Ich möchte es konkret machen. Auch für die Zukunft, nicht nur in der Situation, wir sind natürlich an die Regularien gebunden. Ich bin krank gewesen und du hast mich besucht. Ist das allein nur noch Aufgabe der Amtsträger, wenn sie das Heilige Abendmahl feiern? Wie viele gibt es, die vielleicht darauf warten, dass mal einer vorbeikommt? Braucht gar nicht lange sein. Und ich bin mir sicher, wenn wir das, wird ja praktiziert, aber wenn das ein wenig so auf dem Rückzug ist, wenn wir sagen, wir haben gar keine Zeit mehr dafür, wenn wir so machen, dann fällt das unter die Aussage des Herrn Jesus. Dann sind da zwei oder drei versammelt. Und der Herr wird mitten unter ihnen sein. Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Ich bin hungrig gewesen, du hast mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, du hast mir was zu trinken gegeben. Wie viele Menschen gibt es, in unserer Gemeinde, die dürstet danach, dass ihnen jemand mal zuhört. Es wird so viel geredet. Aber sie sind nicht so stark, viel zu sagen. Sind etwas im Hintergrund. Die sind hungrig danach, mal etwas Wertschätzung entgegengebracht zu kommen. Es sind nicht die Alleskönner. Sich dafür mal Zeit zu nehmen, hinzugehen nach einem Gottesdienst zu denen, die nicht im Vordergrund stehen, und ihnen zuzuhören und mit einem Blick, mit drei Worten Wertschätzung entgegenzubringen. Da sind zwei oder drei versammelt im Namen des Herrn und er wird mitten unter ihnen sein. Ich bin fremd gewesen. Und du hast mich angenommen. Lass mich das so sagen.
Wir sehen das, wir sehen die Bilder der Fremden, der Situationen in Kriegen. Wir bedauern das so sehr. Ist aber weit weg. Was machen wir denn mit dem, wenn er es geschafft hat? Wie auch immer geschafft hat, hierher zu kommen. Und er lebt jetzt irgendwie vis-à-vis. Ich übertrage es auf die geistliche Ebene. Wir haben auch Menschen, wir haben Menschen in der Gemeinde, die erscheinen uns fremd. Die erscheinen uns fremd in ihrem Verhalten. Die erscheinen uns fremd in ihrem Aussehen. Die erscheinen uns fremd in ihrer Lebensplanung. Das befremdet uns. Wir kommen damit nicht klar, weil wir anders denken, weil wir anders geprägt sind. Ich bin ein Fremder gewesen und du hast mich angenommen. Da sind dann zwei oder vielleicht auch drei zusammengekommen. Uns mit pflegen Gemeinschaft. Und sie tun es im Namen Jesu als Christen. Und er wird mitten unter ihnen sein. Ich bin im Gefängnis gewesen. Und du bist gekommen. Wir leben manchmal. Wir müssen uns ja mit einschließen. Wir sind ja selbst betroffen. Wir sind ja froh, wenn jemand zu uns kommt, wenn wir hungrig sind nach etwas Wertschätzung. Wenn wir krank sind, dass wir besucht werden. Wenn wir irgendwie fremd sind, dass uns trotzdem jemand annimmt. Wir sind im Gefängnis gewesen mit unseren Meinungen, mit unseren Vorstellungen, mit unserer Meinung, wir haben Recht, es muss so gehen. Und manchmal kommt es ja sogar zu Situationen, ihr kennt das in den Gemeinden, dass man denkt, meine Güte, der mit seiner Meinung, der mit seiner Rechthaberei. Schöner wäre es eigentlich, wenn er nicht da wäre. Sagen tun wir es nicht. Ich bin im Gefängnis gewesen. Und du bist hingekommen. Da haben sich zwei oder drei im Namen des Herrn versammelt. Und er war und ist mitten unter ihnen. Ich komme noch einmal darauf zurück. Wir haben in der Gesellschaft, in der Kirche, in der Gemeinde Menschen, die sind nackt. Die stehen nicht in der ersten Reihe. Sie werden nicht beachtet. Sie haben scheinbar keinen Wert. Sie sind hilflos, haben kaum Gaben, fühlen sich als Versager, bringen nichts auf die Kette, müssen einfach mit sich machen lassen, was passiert. Kein Schutz. Wollen wir hingehen und sie schützen und sie heben und ihnen den Mantel der Liebe ankleiden? Da haben sich dann zwei oder drei versammelt im Namen des Herrn. Und er ist dann mitten unter ihnen. Ihr Lieben, ich möchte die Situation, in der wir sind, nicht kleinreden. Es ist schwierig genug. Und wir ringen nach Lösungen. Und was das für Konsequenzen für die Gesellschaft hat, für Unternehmen hat, für unseren Wohlstand hat. Ich will das nicht dramatisieren, ich sage es einfach ganz wertfrei. Was das für Konsequenzen für den Einzelnen hat, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der liebe Gott da ist und er ist der gute Hirte. Auch wenn wir uns dann jetzt etwas oder mehr einschränken müssen. Wir wollen den Pfad der Dankbarkeit nicht verlassen.
Wir haben mal versucht, den Blick ein wenig zu weiten, raus aus Deutschland, raus aus der westlichen Welt und haben nach Alternativen gesucht, wie wir den Herrn erleben können, dass er mitten unter uns ist in unserer kleinen Gemeinschaft. Wir haben mit der Gebetsgemeinschaft begonnen. Man hat vielleicht jetzt auch mal ein bisschen mehr Zeit dafür, bewusst mehr Zeit dafür. Und wir haben mit den Gemeinschaften gesprochen, die der Herr Jesus nannte. Die Kranken, die Gefangenen, die Hungrigen, die Durstigen, die Fremden, die Nackten. Hingehen, helfen, unterstützen. Dann sind zwei oder drei im Namen des Herrn versammelt, im Sinne Jesu Christi. Und er wird mitten unter uns sein. Amen. Wir sind in Ereignissen mittendrin, so möchte ich das einmal bezeichnen. In dieser Welt passiert viel. Ich habe mich einfach mal beobachtet im Zurückschauen, wie gehst du denn damit um? Du hörst von einem terroristischen Anschlag, von einer Krankheit, aber es ist weit weg. Das ist vielleicht mal ein Weihnachtsmarkt im Fokus der Ereignisse, aber es ist nicht in deiner Stadt. Und so könnte man jetzt durch die Ereignisse hindurchgehen. Ich hoffe, dass niemand mich als oberflächlichen Mensch bezeichnet. Ich bin zumindest bemüht, es nicht zu sein. Aber ich stelle fest, ich bin ganz schnell wieder in meinem Leben angekommen. Und das ist jetzt in dieser besonderen Situation so nicht ohne weiteres möglich. Wenngleich ich sage, das, was hier passiert, ist immer noch Prävention. Wir haben den Hinweis auf Jesus Christus empfangen. Zwei oder drei, nicht viele, würden wir sagen. Aber wenn er da ist, so möchte ich das Dienen des Bezirksapostels zusammenfassen. Wenn er da ist, ist alles gut. Der Bezirksapostel, der Sohn Gottes, hat ein Wort gesprochen, das in der heutigen Zeit auch noch Gültigkeit hat. Und es fasst vielleicht die Empfindungen zusammen. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden und ich komme auf den Satz noch einmal zurück. Wenn er da ist, ist alles gut. Wir haben kein Versprechen heute erhalten, dass das ganz an uns vorbeigeht, dass wir irgendwann sagen, nicht erkrankt oder mein Stadtteil weitgehend verschont. Diese Versprechen, die kann es nicht geben. Aber wir haben Hinweise erhalten, wie wir in diese Nähe Jesu Christi verstärkt kommen können. Und zwei oder drei reichen aus. Das Gebet, das ist uns bekannt. Aber die Nähe zu dem, der vielleicht jetzt am Rand steht, der es schwer hat, der krank ist, der hungrig ist, der durstig ist, der im Gefängnis ist oder der nackt ist, diese Nähe verbrieft uns die Nähe zu Jesus Christus. Und das ist der Hinweis, die Botschaft dieses Gottesdienstes. Such die Nähe, nicht nur in der vollbesetzten Gemeinde, such sie im Gebet, such sie im Kleinen und erlebe, es ist derselbe Jesus Christus, der anwesend ist, dich stärkt, seinen Mut und sein Trost in deine Seele hineinlegt. Amen. Vorbereitend zum Unser Vater, zur Sündenvergebung, lasst mich noch ein Beispiel nennen, wie der Herr Jesus mit dem Geringsten umgegangen ist. Was du diesem einem meiner Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Ganz klassische Begebenheit. Wir beginnen uns, so beschreibt es das Johannesevangelium, wir beginnen, das ist die Überschrift, die Abschiedsreden, die Leidenszeit Jesu Christi. Er wird beschrieben als jemand, der traurig ist, weil er weiß, dass der Weg, den er jetzt geht, unumkehrbar ist. Er wird sterben unter Schmerzen. Es geht ihm nicht gut. Er wird beschrieben als jemand, der traurig ist, weil er seine Freunde verlassen muss. Er spricht von seinen Jüngern. Und er wird beschrieben als der, der den kennt, der ihn verrät. Und er ist im Kreis seiner Freunde. Eine ganz, ganz schwierige Situation.
glaube, schwieriger als die, die wir jetzt durchleben. Und was tut er? Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und jetzt mal einfach so betrachtet für mich, der geringste unter diesen Jüngern wird Judas gewesen sein. Der Verräter. Und er tut es auch dem Geringsten und behandelt ihn genauso wie jeden anderen auch. Was mag das für uns bedeuten? Es geht nicht ums Fußwaschen. Es geht nicht ums Verraten. Aber es gibt welche, ich denke, ihr könnt das nachvollziehen, die haben wir abgeschrieben. Mit denen wollen wir auch nichts mehr zu tun haben. In der alle Menschen gleich lieb haben, Anspruch in der Tabelle, Sympathie und Antipathie und wir sollen für alle gleiche Sympathien haben, ist alles schön und gut, aber es gibt die Tabelle. Und in der gibt es welche, die sind ganz unten. Was bedeutet das denn? Es sind die Geringsten. Aus unserer Sicht sind es die Geringsten. Was bedeutet es denn, jetzt im Sinne Jesu zu handeln? Einen Satz möchte ich uns mitgeben. Gib ihm doch noch einmal eine Chance. Das könnte sein, seinem Geringsten etwas Gutes zu tun. Und ich bin mir sicher, da sind zwei oder drei dann versammelt. Ob das klappt, nach so vielen Versuchen, aber die Herzenseinstellung. Gib ihr doch noch einmal eine Chance, versuch's nochmal. Dann wären auch zwei oder drei im Namen des Herrn versammelt und er würde mitten unter ihnen sein.